Ich hätte euch in diesem Video gerne gezeigt, wie einfach es ist, seine WLAN-Karte am Laptop auszutauschen. Die haben einen Standardanschluss, in der Regel den M.2-Anschluss, und damit kann ich eigentlich meine WLAN-Karte austauschen. Warum ich jetzt eigentlich gesagt habe, das erfahrt ihr nach dem Intro. Was ihr jetzt im Bild seht, ist meine Original-WLAN-Karte, so wie sie in meinem Lenovo Y5070 Laptop verbaut war. Die habe ich entnommen und habe die ersetzt mit einer Wi-Fi 6-Karte. Im ersten Teil des Videos werde ich euch jetzt auch die Anleitung zeigen, wie ihr die ersetzen könnt. Schaut aber bitte das Video fertig, ob euer Laptop überhaupt dazu geeignet ist, das zu tun. Als erstes entferne ich die Abdeckung des Laptops. Die WLAN-Karte ist mit zwei Antennenkabeln verbunden, die ich vorsichtig löse. Nun kann ich die Schraube entfernen und die WLAN-Karte springt mir so ein bisschen entgegen und die kann dann einfach entnommen werden. Fummeliger wiederum wird es beim Einbau der Karte. Ich habe hier nochmal eine Detailaufnahme. Da erkennt man nämlich, dass die beiden Antennen beschriftet sind, nämlich mit Main und Auxiliary. Und da sieht man auch gleich die Farbe der Antennenkabel, nämlich schwarz und weiß. So müssen die auch wieder in die Karte eingesteckt werden. Die müssen mit leichtem Druck überzeugt werden, einzurasten. Drückt nicht zu fest, macht nichts kaputt, aber ein bisschen Druck muss schon sein. Man merkt dann auch, dass die eingerastet sind und die lassen sich dann auch nicht einfach so wieder entfernen. Ist das getan, habe ich die Karte wieder festgeschraubt und den Laptop dann verschlossen. Das war der einfache Teil des Videos. Jetzt wird es ein bisschen tricky gleich. Ich hatte ja am Anfang des Videos gesagt, bitte bleibt bis zum Ende dran und überlegt euch, ob ihr das machen wollt. Das hat zwei Gründe. Als erstes müsst ihr prüfen, ist die Hardware überhaupt kompatibel. Dazu könnt ihr beim Hersteller zum Beispiel eures Notebooks gucken und in den Spezifikationen schauen, ob ihr so einen M2-Schacht habt, wo ihr eine WLAN-Karte einstecken könnt. Die Laptops, die ich bisher in der Hand hatte, hatten das immer und ich hatte auch noch kein Problem, eine WLAN-Karte auszutauschen. Ist das also erfüllt, müsst ihr schauen, ob die Software kompatibel ist. Und wer jetzt an Treiber denkt, der denkt falsch. Es wird nämlich jetzt völlig wild. Lenovo hat sich aus irgendwelchen Gründen dafür entschieden, ins BIOS eine Whitelist zu integrieren für akzeptierte WLAN-Karten. Wer eine Idee hat, warum die das so gemacht haben, der kann das gerne mal kommentieren. Lenovo ist aber nicht der Einzige, der das macht, HP wohl auch noch. Das steht auch irgendwo versteckt in den Spezifikationen drin, dass dem so ist. Vielleicht könnt ihr das auch irgendwie in Erfahrung bringen. Ihr könnt ja mal einfach euren Laptop-Namen und Wireless-Card Whitelist oder sowas suchen bei Google. Dann findet man da vielleicht was. Was passiert denn, wenn ich eine WLAN-Karte reinstecke, die nicht auf der Whitelist ist? Der Laptop fährt nicht mehr hoch mit der Meldung Unauthorized Wireless LAN Card Detected. Was kann man da jetzt machen? Ich habe mir überlegt, ob ich das zeigen soll und ich habe mich dagegen entschieden, das zu zeigen. Ich werde euch ein paar Links in die Videobeschreibung packen. Es gibt die Möglichkeit, das BIOS zu modden. Das ist aber mit einigen Gefahren verbunden und deshalb würde ich davon Abstand nehmen, das im Video zu zeigen. Ob ihr das Risiko eingehen wollt, müsst ihr selber entscheiden. Das Prozedere werde ich kurz erläutern und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ich musste erstmal ein Abbild von meinem BIOS erstellen. Das Tool dafür wird euch aus dem Forum geliefert. Dieses Ergebnis kann ich dann an einen BIOS-Modder im Forum schicken und der wird dann innerhalb kürzester Zeit euch antworten, bittet vielleicht um eine kleine Spende für seine Arbeit und wird euch dann eine Anleitung schicken mit einer modifizierten BIOS-Version, die ihr einspielen könnt. Diese Anleitung besteht im Wesentlichen aus zwei Schritten. Man muss ein Downgrade machen seines bestehenden BIOS mit der offiziellen Lenovo-Firmware, um dann einen Bug auszunutzen, um wiederum die gepatchte Version ohne dieses Whitelist-Feature, nenne ich es mal, einzuspielen. Danach muss noch der Embedded Controller wieder auf den aktuellen Stand gebracht werden. Diese ganze Anleitung umfasst mehrere Schritte und ist auch nicht besonders gut erläutert. Also ihr solltet ungefähr wissen, was ihr da tut, sonst würde ich euch das Ganze nicht empfehlen. Bei mir hat es funktioniert. Ich bin jetzt online mit einer Wi-Fi 6-Karte. So, ich hoffe, nach dem Video wisst ihr jetzt ungefähr, auf was ihr euch da einlasst, wenn ihr eure WLAN-Karte austauschen wollt. Nicht jeder Laptop hat diese Whitelist-Funktion, das müsst ihr erstmal vorher rausfinden. Und die Methodik dann, das BIOS zu patchen und ob das überhaupt geht, die ist natürlich bei jedem Laptop auch wieder anders. Es wird jetzt auch noch ein Video folgen, wo ich einen Speedtest machen werde mit dieser neuen Karte und meiner Fritzbox 6660, da die jetzt beide den WLAN 6 Standard sprechen. Es sollen wohl Datenraten mit über 1 Gigabit pro Sekunde möglich sein, also schneller als mit dem herkömmlichen Kabel. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo und ich blende euch auch noch zwei weitere Videos ein.